Das bin ich. Lass das mal vor. Und Wuchtschläge. Wobei die Sache bei Bären ist, dass die eine eigentlich recht hohe. Sieht man das zufällig? Nein, das sieht man leider, glaube ich, hier nicht. Nee. Ja, normalerweise missfällt es mir echt, Tiere zu töten. Wenn man es vermeiden könnte. Wobei ich mit Sanftmut was hätte machen können, stimmt eigentlich auch wieder. Aber Sanftmut wirkt auch nur bedingt, glaube ich. Ja, auch nur eine Minute. Außer ich kann es steigern. Weil ich nicht mal weiß, was was das Steigern bringt davon. Ich weiß zum Beispiel, was das Steigern vom Blitz, die ich finde, bringt. Ja. Zauberfähigkeitspunkte. Also die ganzen Sachen werden das besser gesenkt. Also bei einem Blitz, die ich finde, von 9 zum Beispiel, wie wir es jetzt haben, werden alle Sachen um 3 gesenkt. Mein Atem geht ruhig. So, Gwendala wieder auswählen. Oh, und schöne Sachen finden. Ja. Also gut, den Halbnackten da würde ich jetzt nicht so unbedingt als schön bezeichnen. Was auch immer der hier tut. Dem Wind folgen. Ja. Also Bursche Danos, was der hier auch immer macht. Grüß dich. Wer bist du? Was machst du denn hier? Ich bin Knecht. Kann ich euch irgendwie helfen? Sag, kann ich dir ein paar Fragen stellen? Soll mir recht sein, frag nur. Kannst du mir etwas über die Ruine sagen? Die Festung Blutberg ist ein ziemlich altes, verfallenes Gemäuer. Der Humbert und seine Räuberleute wohnen dort, obwohl es hieß, sie seien dort von Fremden verjagt worden. Naja, auf jeden Fall, seitdem ist hier alles drunter und drüber. Aber frag den Humbert am besten selbst, wenn er dich mal um Wegzoll anhält. Ich habe noch andere Fragen. Was weißt du über Hexen? Die Hexen? Gegen sie habe ich nichts. Saphira zum Beispiel hilft jedem, wo sie kann. Ohne sie wäre meine Mutter im Kinderbett gestorben, hat man mir gesagt. Oder der Wundbrand hätte den einen oder anderen Holzfäller getötet. Nur reizen solltest du keine von ihnen, sonst können sie sehr gefährlich werden. Ja, erzähl mir mehr über die Räuber her. Die Räuber? Gegen die habe ich nichts. Die lassen uns Leute vom Gut in Ruhe und wir sie. Wenn sich der Baron schon nicht um uns kümmert, dann tut das halt Humbert. Der verjagt alle, die Böses im Schilde führen. Umso seltsamer, dass er jetzt von diesen Fremden aus den Ruinen vertrieben wurde. Ja.
Reden wir doch einmal über dich, Thanos. Lebst du schon immer hier? Über mich? Ich bin ein Knecht auf dem Gut Dunkelforst schon sein ganzes Leben lang. Bald werde ich die Firniane heiraten. Sie ist so ganz anders als mein vorheriges Mädel. Ja. Ach, eigentlich keine Fragen mehr. Noch einen schönen Tag. So, und der Vollständigkeit halber gehen wir noch hier runter, bis der letzte Zipfel aufgedeckt ist. Also ja, wir können erstmal das dann um das Gutshof herumgehen und den Norden erkunden. Soweit es geht. Und dann kommen wir bei Josemin wieder raus. Ja, weil es steht immer noch die große Frage offen. Wem helfen wir? Den hochnäsigen Inquisitoren, die uns einfach so zu einem Mord anstiften wollen? Oder den Hexen, die scheinbar nichts wirklich Böses im Sinne haben, hier außer die Inquisition loszuwerden? Hundert Fussel. Das war echt eine interessante Kiste. Jetzt sind wir aber auch hier auf der Seite voll. Was habe ich eigentlich noch auf der zweiten Seite? Ach so, nur die Armschienen, die ich für Rulana übrig hatte und... Okay, da hat so ein Wolf erwischt. Dann gehen wir mal hier rein. Können hier einfach reingehen. Gutsküche, Knecht, Markt. Per Reingeweihter. Noch mehr Knechte und Mägde, die ja allerdings nicht mit uns reden wollen. Fässer zum Zerdeppern. Oh, ach so, ja, und rostige Nägel können wir auch Vorgrip geben. Okay, Pfeil und Bolzen, die nehme ich gerne. Ja. Oh, die Pfeile sind schon ausgerüstet. Gut. Rostige Nägel, Apfel, Kohle. Mein Atem geht ruhig. Fährdoktor? Was kann ich für euch tun? Was macht ihr hier, Geweihter? Oh, ich bin ein wandernder Geweihter und verfeile hier am Gutshof, um mich etwas auszuruhen. Ich habe mir den Leuten hier angeboten, mich um ihre Wunden und Gebrechen zu kümmern. Seltsamerweise wollen sie meine Hilfe gar nicht. Zeigt mir doch eure Ware. Ja, genau. Er hat hier Heiltränke, kosten allerdings 11 Dukaten, 2 Stück. Einbeersäfte, das wäre viel lukrativer, die mal zu kaufen. So. Dann gucken wir mal, was hast du? Seid gegrüßt, wie kann ich euch helfen? Was macht ihr hier? Ich bin Lagermeisterin hier im Gutshof und kümmere mich darum, dass von allen Dingen immer genug da ist. Also, dass das Boot vom Müller geliefert wird, dass der
Dados ordentlichen Fisch auf den Tisch holt. Das, oh, ich komme mit Schwätzen, aber einen Teil unserer Vorräte verkaufe ich auch an Reisende, wenn ihr das wissen wolltet. Eigentlich wollte ich etwas ganz anderes wissen. Fragt euch, ich erzähle immer gern, wenn Leute zuhören wollen. Ja. Zeigt mir mal eure Waren. Oh, Jägerhüte. Ah. Bringt zwar nur ein Rüstung, ist aber besser als nichts. So, da nicht verkaufen wir das ganze Zeug, was wir nicht brauchen. Die steht da den Abschied. Oh, können wir das Ding nicht verkaufen? Nein, sieht nicht so aus. Sanja. Gut, da darfst du jetzt einen Jägerhut tragen. Ist zwar auch nicht gerade das Beste, aber... Sprich, Freund. Sieht auf jeden Fall besser aus als alles andere. Oder es ist wenigstens eine Kopfbedeckung mal. So, mal sehen, was haben wir noch hier? Nüsse und rostige Nägel. Okay, nördlich des Guts sind Feuerfliegen. Folgt mir. Oh, Schlösser öffnen bist du. Oh, erschwert um 12 und wir hatten keine sehr gute Würfe. Na, also. Oh. Eibenholz und Koscherstahl. Vorschlaghammer und eine Holzfäller-Axt. So, das ist... Pyrnien. Seid gegrüßt. Kann ich behilflich sein? Kannst du mir ein paar Fragen zum Leben hier im Wald beantworten? Natürlich. Was hältst du von den Prioten? Ich mag die Hexen nicht. Also finde ich es ja eigentlich gut, dass die Prioten hier sind. Aber sie sollten die Leute nicht so hart anfassen. Das gefällt mir nicht. Wir Bauern und Leibbeine können ja nichts für die Hexen. Ich hoffe, sie vertreiben diese schrecklichen Frauen von hier und lassen uns dann in Ruhe. Ja. Was weißt du über die Hexen des Dunkelwaldes? Furien sind das. Ansonsten weiß ich nicht viel über die. Aber ich finde, Frauen sollten sich nicht... sollten sich so nicht benehmen. Aber bitte erzählt das nicht weiter, ja. Erzähl mir doch bitte mehr über das Gut Dunkelforst. Es ist meine Heimat. Ich bin hier geboren und kenne jeden. Mein geliebter Dados ist Knecht auf dem Hof. Der Wurm sorgt gut für uns und ich will nicht klagen. Dann gibt es hier die Weberin Borla, die ist immer nett und freundlich. Und noch den Koch Wilfried, der immer viel grantelt. Nur die Holzfäller kenne ich nicht so gut. Die kommen meistens von außerhalb. Keine weiteren Fragen. Lebt wohl. Markt und Knecht... Hast du eigentlich keine Angst? Was meinst du damit? Naja, zuerst die Sache mit Humbert und der Ruine und jetzt auch noch der Sonnenzug, der hier aufgetaucht ist. Ich traue mich ja kaum noch, den Hof zu verlassen. Nun übertreib dich, wir haben doch nichts Unrechtes getan, dass wir uns vor den Prioten fürchten müssten, oder? Und wenn irgendetwas aus den verzauberten Ruinen gekraucht käme, werden sie uns bestimmt beschützen. Ja. Gut. Gucken wir mal, was hier noch drin ist. Zielwasser. Zielwasser ist für dich gar nicht mal so schlecht. Also das erhöht Fernkampf für 2 Minuten um 1. Also den Grundfernkampf. So. Hier wäre eine Werkbank. Noch mehr Fässer und so. Und Pfeilspitzen und Holzleim und so weiter.
Oh, und hier ist noch ein geheimes Fass. Und das Fass war schön. Okay. So, wie gesagt, Materialien zu Vorgrim. Alles andere bleibt bei uns. Das hier ist der Vogt. Seid gegrüßt auf meinem kleinen Anwesen. Seid ihr hier der Verwalter? Ja, ich verwalte den Gutshof für den Baron. Früher haben die Barone selbst von der Burg aus regiert. Aber das ist lange her. Der aktuelle Baron lebt in Ferdok und war schon seit Jahren nicht mehr hier in der Gegend. Das Einzige, was ihn kümmert, sind die Einnahmen aus der Forstwirtschaft. Mir soll das recht sein.